Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Khamzat Chimaev hat nicht damit gerechnet, dass Nate Diaz tatsächlich gegen ihn kämpfen würde und hat ein Interview gemacht mit The Mag Life und Blog Assets zusammen in der Combination in seinem Gym Allstars in Stockholm und hat dort über den Kampf gegen Nate Diaz gesprochen, über die UFC 279 und vieles, vieles mehr. Er wird dort gegen Nate Diaz kämpfen. Das ist ein wichtiger Kampf für beide, denn UFC-Boss Dana White sagte hier ganz klar, wer den Kampf gewinnt, kriegt als nächstes den Titelkampf, und der Kampf Khamzat Chimaev gegen Usman ist ein huge Fight, ne? Also ein riesen Kampf, welcher sich extrem rentieren könnte für die Organisation allgemein. Deshalb bin ich persönlich auch mega gehypt drauf, was da auf uns zukommen würde. Und ja, Khamzat Chimaev persönlich auch. Kurz vorab, Freunde, aber nur die sehr wichtige Info, ihr habt noch 2 Tage Zeit, wirklich noch 2 Tage Zeit, bei ESN mit dem Code NOTIME 4 Produkte zu kaufen, aber nur 3 zu bezahlen. Wirklich ein Mega-Deal. Nutzt es auf jeden Fall aus, schlagt gern zu, holt euch euren Anteil und ja, jetzt weiter viel Spaß bei diesem Video. Khamzat Chimaev sagte in diesem Interview ganz klar und deutlich, ja natürlich, ich bin überrascht, dass Nate Diaz diesen Kampf angenommen hat, weil er selbst in den Interviews von sich gegeben hat, dass es ein schlechtes Match für ihn ist. Er sagt es selber. Ich kann den Kerl auf jeden Fall mit Leichtigkeit smashen, unterschätze ihn aber nicht. Der Typ wird älter. Er ist nicht mehr der Typ, der Conor McGregor damals geschlagen hat und so polarisierend wirklich aus diesen Fights gegangen ist. Er ist auch nicht mehr der junge Kerl. Das ist sein letzter Fight. Es wird auf jeden Fall für ihn eine Niederlage sein. Er wird diesen Kampf verlieren und irgendeinen Boxscheiß gegen Jake Paul machen. Ich bringe ihn um. Weißt du, ich kille ihn, ich schmeiß ihn aus der UFC und lass ihn rausgehen. Obwohl Khamzat Chimaev überrascht, dass Nate Diaz gegen ihn kämpft, ist er froh, dass der Kampf stattfindet. Denn Khamzat Chimaev gibt hier ganz klar zu, dass er mit Nate Diaz aufgewachsen ist und damals auch ein Fan war und gerne mit ihm im Octagon kämpfen möchte. Außerdem respektiert er Diaz jetzt mehr, da er diesen Kampf angenommen hat. Natürlich ist es schön, mit diesem Kerl zu fighten. Als ich ein Kind war, ein kleinerer Junge, habe ich zu ihm und den anderen Jungs aufgeschaut. Ich wollte sein wie sie. Es ist schön, sie auch mit mir im Käfig zu sehen. Wenn jemand zu jemandem anderen aufgeschaut hat und jetzt gegen ihn kämpfen darf, ist das eine extreme starke Nummer und darüber freue ich mich sehr. Niemand kann ihm irgendetwas wegnehmen, er ist eine Legende. Er kommt und kämpft bis zur letzten Sekunde, wie er immer sagte, killen oder gekillt werden. Das macht er die ganze Zeit. Respekt für ihn, dass er den Kampf annimmt. Es ist ein schlechter Kampf für ihn, aber man muss ihm Respekt zollen. Ich weiß, dass ich ihn komplett auseinanderpflücken würde und dieses Matchup ohne Probleme gewinnen werde. Aber ich respektiere ihn, er ist ein Veteran, aber mich wird nichts stoppen. Und danach werde ich gegen Usman kämpfen, wo ich persönlich auch sage, Usman wird gewinnen, aber Edwards wird starke Probleme machen können. Interessante Sache, schreibt mal auch mal dazu in die Kommentare, Freunde. Was denkt ihr über das Ganze? Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.